Verehrte, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, ich darf Sie ganz herzlich zur 62. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode begrüßen. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Es haben sich mehr als 48 Mitglieder des Stadtrates eingetragen. Ich weise Sie darauf hin, dass eine Verletzung von Form und Frist der Ladung als geheilt gilt, wenn der Mangel nicht spätestens zum Eintritt der Tagesordnung geltend gemacht wird. Zur Tagesordnung. Wir werden auf Antrag der CDU-Fraktion unter Top 3 eine Aktuelle Stunde zur verkehrlichen Entwicklung in Dresden durchführen. Nach dem Einreicher, damit sich alle ein Stück weit vorbereiten können, würde dann die SPD-Fraktion beginnen. Anschließend werden wir unter Top 4 eine Fragestunde durchführen. Hier würde dann die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger beginnen. Die Tops, und das wäre jetzt noch mal wichtig, dass die Fraktionsspitzen da noch mal das notieren, die Tops 16, 25.1, 25.19, 25.20 nehme ich auf Wunsch der Einreicher von der Tagesordnung, beziehungsweise weil noch Klärungsbedarf besteht, und das betrifft auch die Tops 9, 10 und 11. Das sind die Tops, was die Neubenennung von Straßen angeht. Ohne Debatte sind derzeit geplant die Tagesordnungspunkte 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 12, 25, 21, 26 und 27 im öffentlichen Teil sowie der Top 31 im nicht öffentlichen Teil. Die Tagesordnungspunkte 7 und 8, sind die Vorlagen Robert-Rohn-Kantine und Annahme der Spende, werden zusammen behandelt, sowie die Tagesordnungspunkte 23 und 24, das ist die Wasserskianlage Leuben, wird ebenfalls zusammen behandelt. Die Pause findet wie immer gegen 18.30 Uhr statt. Der nicht öffentliche Teil nach der Pause. Damit eröffne ich die Sitzung und frage zunächst, gibt es weitere Anträge oder Fragen zur Tagesordnung? Dann beginnen wir so, wie es auf dem iPad angezeigt wird. Als erstes Heike Ahner, CDU-Fraktion. Ich bitte darum, dass wir die Themen Wasserskianlage, das ist einmal die 23/24, dass wir die nach der Pause behandeln. Und zum Zweiten bitte ich dann im Anschluss das Thema Filmnächte 25/4 entsprechend vorzuziehen. Okay, dann machen wir weiter mit Jens Genschmer, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir haben auch eine Bitte nach der Pause. Zum einen den Punkt 25.18, die Hauptsatzung, dann 25.10, die Dresdner Brücken und im Nachhinein die 29, das Pumpspeicherwerk, zu behandeln. Also wir würden uns natürlich nach der Reihenfolge nach der Union dann einordnen. So, nochmal, dann wäre 25.18, das war Hauptsatzung, dann welche, Top? Dann 25.10 und die 29. Bitte. Dann machen wir weiter. Dana Frohwieser, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich möchte ebenfalls, aber etwas anderes als die CDU-Fraktion, weil ich glaube, wir haben heute echt auch noch ein paar eilbedürftige Vorlagen, die wir auf jeden Fall schaffen sollten. Und mir fehlt der Glaube daran, dass wir das vor der Pause schaffen. Deswegen möchte ich beantragen, dass wir die Tagesordnungspunkte 23 und 24, da ist ja tatsächlich was, was einfach mal jetzt heute entschieden werden muss, was den Kiessee-Leuben angeht, gegen 21 Uhr aufrufen, in der Hoffnung, dass wir dann die ganzen eilbedürftigen Vorlagen vorher geschafft haben. Und ansonsten möchte ich beantragen, dass wir den Tagesordnungspunkt 28 in den Kulturausschuss zurücküberweisen. Okay, dann machen wir weiter. Thorsten Schulze, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Erster Bürgermeister, unter Punkt 12 ist ja heute nochmal die Statusfeststellung für die Honorarlehrkräfte am Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden auf der Tagesordnung unserer Schlussfassung. Wir möchten gerne für Frau Miriam Lehmann, sie ist die Vorsitzende der Elternvertretung vom Heinrich-Schütz-Konservatorium, ein Rederecht beantragen und möglichst noch eine Behandlung auch vor der Pause. Okay. André Scholbach, Fraktion Die Linke. Ich beantrage zu Tagesordnungspunkt 25/24 einen Antrag der Fraktion Die Linke, ein Rederecht für Frau Dorit Holaski. Frau Holaski ist Mitglied im Personalrat des Städtischen Klinikums. Und damit sich die Gastrednerin auf ihren Vortrag einstellen kann, beantrage ich, diesen Tagesordnungspunkt nach der Pause zu behandeln. Vielen Dank. Dann haben wir Herrn Braun, AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, wir möchten beantragen, dass der Tagesordnungspunkt 25.3, Gefährdung für Beschäftigte der Landeshauptstadt Dresden neu bewerten, von der Tagesordnung genommen wird. Die AfD-Fraktion würde den Antrag gerne zurückziehen. Hintergrund ist, dass verwaltungsintern mittlerweile eine Regelung getroffen wurde, um der besonderen Einsatzgruppe aufgrund der geänderten Gefährdungslage eine Zulage zu den Tarifentgelten zu zahlen. Und mit Sicherheit ist auch durch unseren AfD-Antrag konnte die Verwaltung dann initiativ eine Regelung finden, die die Punkte aus unserem Antrag umsetzt. Insofern hätte sich daher unser Antrag erledigt und könnte von der Tagesordnung genommen werden. Herzlichen Dank. Okay, jetzt wartet. So, jetzt Anja Abel, Fraktion Die Linke. Geht's? Nee? Vielleicht besser vom Platz erstmal, genau. Ich beantrage, dass der Tagesordnungspunkt 12 HSKD jetzt nach den Punkten ohne Debatte behandelt wird. Wir haben hier eine große Öffentlichkeit. Die Menschen unten warten auf das Ergebnis der Abstimmung. Die Robotron-Kantine wird vielleicht auch eine längere Debatte sein. Deswegen bitte für die Anwesenden, die hier auf dieses Ergebnis warten, nach den Tagesordnungspunkten ohne Debatte, also an der Stelle 6. Das gibt mir aber trotzdem den Hinweis, keine Applaus oder andere Begründung, was die Tribüne angeht, das ausschließlich den Stadträtinnen und Stadträten vorbehalten. Aber ich habe es einmal gesagt und denke ich da, dran halten wir uns dann. Okay, und dann haben wir noch Veit Böhm, CDU-Fraktion. Ja, wir möchten gerne den Tagesordnungspunkt 22 zurücküberweisen in den zuständigen Umweltausschuss. Die Presseberichterstattung hat ja in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass offensichtlich bei der Konzepterstellung mit den Betroffenen überhaupt nicht gesprochen wurde. Wir möchten das Thema zurücküberweisen und dort eine Anhörung der Dresdner Sozialverbände und der Betroffenen initiieren. So kann man das nicht machen, ohne dass man überhaupt mit den Betroffenen gesprochen hat. Danke. Okay, wenn wir das aufrufen, würde Frau Jening dann noch mal was dazu sagen. Ich würde dann aber erst mal abarbeiten in der Reihenfolge, aber Frau Jening wird dann gleich was dazu sagen. Ach so, okay, gut. Weitere Hinweise, Anregungen? Sehe ich zunächst nicht, dann gehen wir mal zum Sortieren. Ich würde es auch, wenn es erst unter 8 gekommen ist,
den Antrag Tagesordnungsdebatte zur Abstimmung stellen, weil es in der Tat eine wichtige Angelegenheit heute ist, im Sinne der Betroffenen, dass wir die Vorlage HSKT Top 12 nach dem Punkt Tagesordnung ohne Debatte behandeln. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen oder Entschuldigung, um das Stimmzeichen. Das hätte die Mehrheit, würden wir also so verfahren. So, und dann würde ich aber, wie gesagt, danach vorgehen, wie die Wortmeldungen eingegangen sind, und würde zunächst zur Abstimmung stellen den Top 23, 24, das ist die Wasserskianlage, nach der Pause zu behandeln. Wer kann hier mitgehen? Das hätte mit 33 zu 31 eine Mehrheit gefunden. Damit würde sich der Antrag erübrigen, von der Linksfraktion den erst 21 Uhr zu behandeln. Dann würde ich den Antrag zur Abstimmung stellen, was die Filmnächte Top 25 4 angeht, den als nächstes nach der Pause zu behandeln. Zur Abstimmung stellen wir hier. Einverstanden ist, bin ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 21 Ja, 44 Nein keine Mehrheit bekommen. Dann kämen wir zu den Anträgen Fraktion Freie Wähler, Top 25 18. Dann nach dem Top Wasserskianlage, was wir gerade gesagt haben, zu behandeln. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 32 zu 32 keine Mehrheit. Geschäftsordnung. So, der Antrag wird also zurückgezogen, wird also nicht nach dem Punkt Wasserskianlage behandelt. Dann stelle ich zur Abstimmung den Top 25 10 danach zu besprechen und zum Beschluss vorzulegen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 32 Ja, 34 Nein keine Mehrheit gefunden. Dann stelle ich zur Abstimmung Top 29 entsprechend danach zu behandeln. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 29 zu 37 Nein keine Mehrheit gefunden. Dann gibt es den Antrag Top 28 in den Kulturausschuss zurückzuüberweisen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 42 Ja, 23 Nein, eine Enthaltung so bestätigt. Dann gibt es den Antrag auf Rederecht für Frau Lehmann zum Thema HSKD. Wer dem Rederecht zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 66 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung so bestätigt. Dann gibt es den
Antrag Rederecht Frau Olanski beim Top 2524. Ich tue erst mal das Rederecht abstimmen lassen. Wer hier zustimmen kann. Das wäre so bestätigt. Und ich stelle zum gleichen Antrag zur Abstimmung, das nach der Pause durchzuführen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 21 Ja, 21 Nein, 24 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und wir gehen weiter mit den Anträgen. Es wird, braucht man, glaube ich, nie beantragen, ne, wenn AfD-Fraktion sagt, Top 25.3 wird zurückgezogen, wird man das so machen und den Top von der Tagesordnung nehmen. Dann gibt es den Antrag, hatte ich schon gesagt, dass wir HSKD nach den Anträgen oder nach den Abstimmungen ohne Debatte machen. Und es gibt noch den Antrag Top 22, Rücküberweisung in den Ausschuss. Und bevor wir darüber abstimmen, hatte ich ja gesagt, wurde, das sind also die Kleidersammlungen für alle, nochmal wurde nochmal die zweite Bürgermeisterin Eva Jening was dazu sagen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir hatten ihn ja im Ausschuss schon erläutert. Der Ausschuss hatte dann vorbehaltlich der fortfolgenden Beratung in den Ortschaftssitzungen, deren Ergebnisse Ihnen ja vorliegen und auch von uns gewertet worden sind, einstimmig zugestimmt. Wir hatten ihn ja Folgendes erläutert. Im Moment besteht jetzt für niemanden auf öffentlichen Flächen Standortsicherheit. Wir wollen gerne die Standorte zusammenführen, weniger weil wir jetzt den Vollzug nicht absichern können, sondern weil die Bearbeitung der verschiedenen Standorte und auch das notwendige Reinigen bei den Nebenablagerungen, die Sie ja zu Recht immer kritisieren, die wir auch kritisch sehen, so mehr Geld kostet, Haushaltsmittel und Verwaltungsaufwand machen, und weil wir denken, dass es so eingängiger ist. Die Arbeit des DRK schätzen wir natürlich sehr. Ich kenne persönlich auch den Kleiderverkauf und die gute Arbeit. Der DRK hat ja selber gesagt, er betreibt derzeit 48 Container, davon 10 im öffentlichen Raum. Die in privaten Räumen sind gar nicht berührt. Die im öffentlichen Raum kann er natürlich durch ein Los dann übernehmen und er kann sich auch mit anderen freien Trägern zusammenschließen. Allerdings verbietet es die Rechtsprechung, vor so einem Ausschreibungsverfahren mit Beteiligten zu reden. Deshalb wäre eine Anhörung nicht zulässig und deshalb haben wir es auch nicht gemacht. Nicht, weil wir nicht wissen, wie Beteiligung geht. Das wissen wir ganz gut. Ich würde Ihnen mein Wort geben, dass wir es im Nachgang machen werden und alle Beteiligten einladen werden und Ihnen das Ausschreibungsverfahren, alle Möglichkeiten, wenn Sie heute zustimmen würden, auch ausführlich erklären. Das ist uns wichtig, aber wir brauchen erstmal die Entscheidung und wir müssen alle Beteiligten gleich behandeln. Ich glaube, freie und gemeinnützige Träger haben da alle Möglichkeiten. Wenn Sie es jetzt zurücküberweisen, können wir es im Ausschuss nicht beschließend behandeln. Wir bräuchten dann also eine relativ aufwendige Übergangsregelung und hätten diese Klärung nicht, was auch wieder mehr Aufwände nach sich zieht beim Reinigen und für die Verwaltung. Deshalb meine herzliche Bitte, es heute zu diskutieren und zu beschließen. Dankeschön. Vielen Dank. Damit würde ich den Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung stellen, den Top rückzuüberweisen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 21 Ja, 42 Nein nicht bestätigt. Würden wir also heute so auf der Tagesordnung belassen. Und diese so von Ihnen geänderte Tagesordnung stelle ich zur Schlussabstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 65 Ja, 0 Nein und 0 Enthaltungen so
bestätigt. Vielen Dank. Und damit können wir in die Sitzung einsteigen. Zum Anfang die Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Wir haben einen Beschluss im letzten Stadtrat gefasst, was die Besetzung der Stelle Stadtbezirksamtsleitung der Stadtbezirksämter Plauen und Kotta betrifft. Hier wurde im Stadtrat mehrheitlich beschlossen, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt Herr Lars Fiebig die Stelle einnimmt und entsprechend dann für alle diejenigen, die in den Stadtbezirken aktiv sind, beziehungsweise auch Stadträte, dann zur Verfügung steht. Wir kommen zu